Das ist jetzt echt spannend, ey. Das ist jetzt echt spannend. Und zwar kriegst du jetzt eine Chance, um Sunday Million zu spielen. Pink, so. Blau oder Gelb? Da ich zwei Mädchen habe, nehme ich Pink. Dann soll es Pink sein. Dann. Pink it is! Pink it is! Was ist in Pink drin? Scheißer-Karten-Intro. Einen wunderschönen guten Tag. Also, heute geht es um ein Sunday Million Entry für nächsten Sonntag, 21.03. $215 bei in Sunday Million Anniversary. Das Sunday Million feiert Geburtstag. Es gibt 1,2 Millionen garantiert im Preispool und wir werden das alle versuchen zu spielen. Ich werde einen oder eine von euch wieder dazu bringen, das Ganze mit mir zu spielen, so wie wir das mit dem Hot 109 schon gemacht haben. Lucky Luke Dota, das Guthaben kannst du gewinnen, wenn du zu uns in die Voice Rail gerade gleich reinkommst. Wenn du die Frage richtig beantwortest und der Erste bist, der die Frage richtig beantwortet, bist du ein Kandidat für Grind aufs Ganze und kannst damit uns Grind aufs Ganze spielen. So, und wir bestimmen jetzt auch schon direkt den ersten Kandidaten, würde ich sagen. Okay, legen wir los. Hier kommt die Frage für euch, Chat. Jetzt, aufgepasst. Wie wollten die Entwickler bei Facebook ursprünglich den Like-Button nennen? Go! Der Dude hat es rausgefunden. Awesome, jetzt haben sie es vielleicht gegoogelt. Jetzt sind die Ersten auf die Idee gekommen, es zu googeln. Sehr schön. Warte mal. Oh, stimmt. Moment. Stopp. Ihr habt recht. Wir haben ja gesagt, mehrfach Antworten sind nicht legitim. Duderino hat Props gesagt und danach hat er Awesome gesagt. Er hat also zwei Tipps abgegeben. Duderino, tut mir leid, dann müssen wir dich disqualifizieren. Also, hier kommt die neue Frage. Jeder nur eine Antwort, sonst werdet ihr disqualifiziert. Also, hier kommt die Frage. James Bond altert nicht und ist in allen Filmen ein Jahr älter als Homer Simpson. Wie alt ist der in den Filmen? Predator, du hast gewonnen. Komm zu uns in den Voice, Predator. Leute, ich kann jetzt schon mal dazu sagen, für alle, die es interessiert, ich habe hier 5 Umschläge. Hier stehen auch 5 Umschläge. Und ich kann euch so viel schon mal verraten. Das Sunday Million Ticket ist in einem von diesen Umschlägen. Das heißt, wenn ihr mit den Toren anfangt, in den Toren habt ihr auf jeden Fall die Chance auf relativ sicheren Gewinn. Da gibt es einen Kronk in jedem Tor und 2 Gewinne. Das bedeutet, ihr habt ja ein EV von, sagen wir mal, knapp, weiß nicht, je nachdem, was da drin ist, habt ihr quasi nur, also zwei Drittel der Zeit werdet ihr etwas gewinnen. In den Umschlägen sind natürlich 10 verschiedene, kann ich euch nicht sagen, wie viele Kronks da drin sind, aber das ist auf jeden Fall das Sunday Million Ticket drin. Das heißt, wenn ihr um das Ticket spielen wollt, müsst ihr quasi die Angebote um die Umschläge annehmen. Es sei denn, ihr trefft irgendwie einen richtig guten Gewinn und sagt, ihr wollt den safen Gewinn haben und ihr wollt den mitnehmen. Hallo Andi, grüß dich! Hallo! Herzlich willkommen bei Grind aufs Ganze. Schön, dass du da bist, mitspielen kannst und auch Bock hast mitzumachen. Ich hoffe, für dich ist okay. Much Better Account ist da, Discord hast du ja und du kannst auch am 21.03. solltest du das Sunday Million Ticket gewinnen? Ja, kann ich mitspielen. Wunderbar, perfekt, Andi. Okay, dann spielen wir jetzt die Runde. Grind aufs Ganze, du hast die Chance. Eins, komm, Polen. Du weißt ja, wie es funktioniert, hoffentlich. Ich hoffe, du hast es schon mal gesehen. Ja. Nee, wurde mir aber gerade erklärt. Ja, perfekt. So, du kannst dir jetzt eins der 3 Tore aussuchen. Und hinter einem der 3 Tore wird entweder ein Preis oder ein Kronk sein. Und dann werden wir dir Angebote machen auf die Umschläge. Ich habe gerade schon gesagt, wenn du eine Chance auf das Sunday Million Ticket haben willst, müsstest du auf die Umschläge wechseln. In einem von den 10 Umschlägen hier, ich habe 5 in der Hand und 5 stehen hinten im Regal, müsstest du quasi wechseln, je nachdem, was wir dir für ein Angebot machen. Ja, aber du darfst erstmal ein Tor wählen. Damit hast du auf jeden Fall schon mal eine Sache sicher. Ich nehme die 3. Okay, also Andi, du hast die 3 gewählt. Damit hast du auf jeden Fall schon mal eine Sache sicher. Der Gewinn, der hinter der 3 steckt, kann deiner sein, wenn es ein Gewinn ist. Ich würde sagen, Smokey dürfte jetzt mal mit einem Angebot um die Ecke kommen. Danke für den Sub. Ja, ich glaube, auch da fangen du wir bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Ich würde einfach mal sagen, er soll bei der 3 bleiben und kriegt noch ein Bounty-Book von dir dazu. Ein Bounty-E-Book, weil er ja Micro-MTTs spielt. Okay, das heißt, wenn du willst bei, wenn er bei seiner Wahl bleibt. Grün ist schön, die 3 ist richtig gut im Stream immer. Ich denke, er sollte dabei bleiben. Ah, das ist interessant. Das heißt, du willst unbedingt, dass er auf der 3 bleibt und schenkst ihm sogar noch ein E-Book dazu, aber du willst ihm auf keinen Fall einen Umschlag anbieten. Ja, ich denke, das wirst du ja jetzt tun. Ja, dann muss ich wohl. Dann muss ich wohl. Dann würde ich sagen, du, Andi, du solltest auf die 3 verzichten und du darfst
Du darfst dir einen der Umschläge... Nee, ich mach's anders. Du verzichtest auf die drei. Du darfst dann dir einen der Umschläge aussuchen, die ich in der Hand halte oder die hinter mir sind. Und das, was in diesem ersten Umschlag, den du dir aussuchst, drin ist, bekommst du nicht. Und dann darfst du dir noch einen Umschlag aussuchen und das bekommst du dann. Okay. Und also, das, also der Preis ist dann auch raus quasi. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich bei der 3 bleibe, weil den Bounty Guide, den habe ich schon. Ah. Ja, dann kriegst du natürlich ein anderes, das wusste ich ja nicht. Dann bekommst du ein anderes E-Book deiner Wahl, mein Freund. Ein E-Book deiner Wahl, einfach vom Felix. Nee, weil ich denke, dass ich eher das Angebot von Felix annehmen werde. Okay. Einen Umschlag erstmal aussuchen werde. Sehr gut. Also darfst du zwei Umschläge aussuchen. Der erste, den du aussuchst, das bekommst du nicht. Der Preis geht dann auch raus. Und den zweiten, den bekommst du. Wir können ja vielleicht, um ihn zu ärgern, die Tore schon mal öffnen. Ja, ich mach Tor 3 auf. Ich mach Tor 3 auf jeden Fall auf. Ich zeig dir, was in Tor 3 drin gewesen wäre. In Tor 3 wäre drin gewesen 25 Euro Match Better Guthaben. Das hättest du safe gehabt. Plus ein E-Book. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein safer Gewinn gewesen. Ich glaube, in Tor 2 hatten wir ein E-Book. In Tor 1 war der gute alte, hier ist er, man weiß es ja schon, Achtung, jetzt kommt's. Na, da. Rip ears. Okay, Andi, also 25 Euro bekommst du leider nicht, aber dafür hast du jetzt die Chance auf einen Umschlag. Also, bitteschön. Welcher soll es denn nicht sein? Ich habe hier... Soll nicht also, der grüne sein. Der grüne, den ich in der Hand halte, oder den Grogu vor sich stehen hat oben? Den du in der Hand hältst. Okay, also der soll es nicht sein. Dann mache ich den zuerst auf. Dieser Preis, liebe Leute, ist für heute raus damit. Dieser Preis geht nicht raus. In diesem grünen Umschlag wären drin gewesen 20 Euro Match Better Guthaben. Also, das bekommst du schon mal auch nicht. Okay, gut. Zumindest Andi, nicht das Sunday Million Ticket, das ist noch drin. Andi, jetzt ist deine Wahl. Jetzt kommt dein Umschlag. Sunday Million Ticket ist noch drin. Jetzt dann darfst du dir... Nehme ich den blauen. Den blauen vor dem Regal. Vom Regal? Okay. Ja. Ich überlege gerade, ob ich dir noch ein Angebot machen kann. ich sag mal, ich würde dir anstelle des blauen, würde ich dir... Jetzt musst du raisen, Felix. Ja, ich muss raisen, das geht eigentlich gar nicht anders. Ich würde dir anstelle des Blauen vom Regal den Roten, den ich in der Hand habe, anbieten. Und noch irgendwas safe oben drauf. Du musst ja raisen, Felix. Ja, stimmt. Okay, ich muss noch raisen. Okay, ich würde dir den Roten aus der Hand und 10 Euro Match Better Guthaben würde ich dir bieten. Nee, ich denke, ich bleibe bei meiner Wahl. Sicher? Ja. Okay. Gut, dann machen wir auf den blauen Umschlag vom Regal. Er kommt. Ich wollte es verhindern. Aber es ist der Kronk leider. Es tut mir leid, Andi. Schade. Ich wollte dich weglocken von dem blauen. Nächster Kandidat. Okay. Nächste Klugscheißer-Frage. Chat, ihr seid wieder gefragt. Wir suchen unseren nächsten Kandidaten oder unsere nächste Kandidatin. Die Frage lautet, was antworten die meisten Menschen auf die Frage, welches Wort sie am schönsten finden? Tag Malle. Welches Wort finden die Menschen am schönsten, wenn sie gefragt werden? Bitteschön, Chat. Oh, hättest du es mir nicht vorher gesagt, ich wäre nie drauf gekommen. Sind auch schon nette Worte dabei. Meine Frau, oh. Liebe. Oh ja. Das ist echt eine faire Frage. Ah! Was sagst du, Smoky? Siehst du es auch, was ich sehe? Ja, ich glaube, das lass mal gelten. Das lass mal gelten. Icke92 hat's geschippt. Den Namen nämlich. Icke, du hast es. Der eigene Name soll's sein. Icke ist da. Grüß dich, Icke. Moin. Ja, nice. Schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, du bist rechts angefahren. Ich hoffe, du stehst. Ja, ich stehe, keine Sorge. Perfekt, wunderbar, das freut mich. Sehr gut. Icke, herzlich willkommen zu Grind aufs Ganze. Schön, dass du Zeit hast und Bock hast mitzumachen. Okay, so, Icke, du darfst deine Wahl treffen. Ich schreibe dem Smoky ganz kurz, was in den einzelnen Toren drin ist.
Und du darfst sagen, was möchtest du gerne für ein Tor wählen? Welches Tor soll es sein? Ich nehme Tor 1. Tor 1 nimmt der Icke. Tor 1 wird ausgewählt. Wir loggen ein. Tor 1 soll es sein. Und damit gebe ich an Smokey ab. Smokey, hast du ein Angebot? Ich finde, mit Tor 1 hat er schon eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, er sollte bei Tor 1 bleiben. Und damit er das auch wirklich tut, würde ich sogar noch... was lege ich denn mal drauf? Du hast doch da am PSPC irgendwas, ne? So ein Umschlag noch am PSPC-Zeichen. Da ist ein pinker PSPC-Umschlag, ja? Ja, den würde ich noch oben drauf legen, wenn er bei dem Tor bleibt. Also, du hast es gehört. Smokey will unbedingt, dass du bei dem Tor bleibst. Und bekommst den pinken PSPC-Umschlag dazu. Beim letzten Mal, ne? War das keine so schlechte Wahl? Oder hätte der Kandidat keine so schlechte Wahl getroffen, wenn er auf mich gehört hätte und dabei geblieben wäre? Ich versuch's nochmal mit dem anderen Angebot. Ich sage, ich mach dir auf, was in Tor 1 drin gewesen wäre. Du bekommst das nicht und darfst mir dann sagen, welches der anderen beiden Tore du gerne hättest, und das bekommst du dann. Mehr kann ich leider nicht geben. Dann bleib Tor 1 und dem Umgang. Okay, du bleibst bei Tor 1. Nimmst du Smokys Angebot an? Ja. Alles klar. Endlich mal jemand, der auf mich hört. Gut. Dann öffne ich dir Tor. Also dann würde ich sagen, öffne ich dir Tor 3 zuerst. Fangen wir damit an. In Tor 3 wären 25 Euro Matchspenderguthaben drin gewesen. Das hättest du haben können. In Tor 2 war... schon wieder der Kronk. Und jetzt machen wir Tor 1 dabei sein. Ja. Okay, in Tor 1 ist drin. Also zumindest hast du schon mal einen Preis gewonnen, das weißt du jetzt schon mal. Das Fragezeichen, du hast die Chance. Du darfst dir jetzt einen Umschlag aussuchen. Du hast die Chance auf einen Umschlag. Es sind noch 6 Umschläge da. Und zwar haben wir einmal den grünen Grogu-Umschlag, den pinken PSP. Nee, Entschuldigung, 5 Umschläge sind nur noch da. Du hast den grünen Grogu-Umschlag, den gelben Smiley-Umschlag. Den gelben, den ich in der Hand habe, den blauen, den ich in der Hand habe, oder den pinken, den ich in der Hand habe. Das ist, was du dir aussuchen darfst noch zusätzlich. Den grünen im Hintergrund. Den grünen im Hintergrund nimmst du. Das heißt, für dich gibt es den grünen und den PSPC-Umschlag. Das sind 2 Umschläge. Alles klar, dann machen wir die mal auf. Also, grüner Umschlag zuerst oder pinker Umschlag zuerst? Was willst du? Pinker Umschlag zuerst. Pinker Umschlag zuerst. Im pinken Umschlag sind 5 Euro Matchspenderguthaben drin. 5 Euro. Ja, geil, danke. Da brauche ich dann von dir nur per Discord PM deine Matchspender-Nummer und dann kann ich dir die 5 Euro geben. Der 5er, der ist dir sicher, der geht raus. Und jetzt kommt noch der grüne dazu. Im grünen Umschlag ist ein gratis E-Book deiner Wahl, egal welches. Du kannst dir ein E-Book aussuchen, das gibt dir der Smokey noch on top. Geil, danke. Also, ja, du hast auf jeden Fall was. Ist leider kein Anime-Ticket geworden, aber du hast auf jeden Fall. Einen Gewinn sicher. Ja. Neuer Kandidat, Leute. Neuer Kandidat. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich werde den Kandidaten so auslosen. Chat, ihr seid gefragt. In dieser Situation am Button, wir haben Dame 8 suited gegen. Was ist das? Was haben wir gemacht? Preflop, DTO Race. Wir haben Dame 8 suited gedreibettet gegen den Cutoff. Und der Cutoff hat gecallt. Und die Frage ist jetzt, was sollten wir auf diesem Flop machen? Bet 25%, Bet 50% oder Bet 280% all in? Bitteschön. Erste richtige Antwort zählt. Okay, gut. 3, 2, 1, Stopp. Wir gucken mal, was die richtige Antwort gewesen wäre. Ich würde sagen, Bet 25%, einfach um irgendwelche King Highs, Jack Highs, was auch immer zum Fold zu kriegen. 25%, wir kriegen den Checkraise, wir folden und gut, nee, dann war es nicht richtig. Die richtige Antwort wäre gewesen, Check. Check war richtig. Check war die höchste, also klar, Bet war auch richtig, aber die bestmögliche Antwort war Check. Und damit hat gewonnen, schauen wir mal gerade. Wenn ich es richtig sehe, der Mr. Green. Mr. Green, leider habe ich schon ein Midi-Ticket. Oh. Guten Tag. Mr. Green. Na moin. Mr. Green, grüß dich. Herzlich grüß willkommen. Dich. Freut mich, hier da zu sein, ja. Also erstmal wirklich große Ehrenaktion, dass du direkt schon zugegeben hast, dass du schon ein Million-Ticket hast und dass du schon spielst.
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Also ich habe mir gerade noch spontan überlegt, es wäre ja eine Möglichkeit, dass wir dich dann am Sonntag auch mit railen. Dann nehme ich dich auch mit in die Rail und dann können wir dich auch gerne mal kurz befragen, vielleicht mal kurzzeitig reinholen. Wir finden ja jetzt das noch einen, cool, der das dann im Mille mitspielt. Dann hast du da auch die Möglichkeit. Mhm. Aber ja, stell dich erstmal ganz kurz vor, wenn du magst. Ein paar Worte zu dir. Jo, ich bin der Jan, komme aus Hanau, das ist in Hessen, nahe Frankfurt und mache gerade noch mein Abitur, aber ich fuchse mich in deinen YouTube-Channel rein und versuche, ja, zu grinden. Ich versuche, das Beste aus meinem Play rauszuholen und deswegen war ich so ehrlich und habe gesagt, dass ich Sunday Million Ticket geschippt habe, weil auch du bist jetzt ich habe es einfach geschafft und bin froh, da mitzuspielen. Da brauche ich ja kein zweites Abfuchsen von deinem Gewinnspiel, weißt du? Das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Und So dafür hast du auf jeden Fall den Run-Good. Dafür hast du am Sonntag den Mega-Run-Good und kommst bis an den Final Table. Vielen Dank, ich hoffe. Das ist wirklich Ehre. Leute, Ehre in den Chat für Jan, aka Mr. Green. Das ist wirklich eine Ehrenaktion, dass du so ehrlich warst und das einfach gesagt hast. Und das ist auch top. Schön, dass du dabei bist. Okay, ich würde sagen, du darfst deine Wahl treffen. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Ich biete dir dann noch an, dass ich mache dir das Tor, was du jetzt auswählst, auf. Dann kannst du entscheiden, ob du das haben willst oder nicht. Und wenn du es nicht haben willst, darfst du nochmal wechseln. Okay. Gut. Das ist lieb. Ich nehme, denke ich, ich lese schon im Chat, ich glaube, ich nehme tatsächlich grün. Du nimmst grün, Tor 3 also. Tor 3 loggen wir ein. Alles klar. Mr. Green steht für grün, nimmt Tor 3. Ich mach's dir auf, was in Tor 3 drin ist. In Tor 3 ist drin 25 Euro Matchspenderguthaben. Das ist klasse. Die wären deins. Die darfst du jetzt behalten. Oder aber, du sagst, du wechselst nochmal auf Tor 1 oder Tor 2. Ich denke, ich bin mich zufrieden damit. Ja, ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, 25 Euro ist schon. Ich meine, ich mache dir noch auf, was in den anderen drin gewesen wäre. Also in Tor 1 wäre drin gewesen eine DTO Postflop Super High Roller Subscription für einen Monat. Die wäre natürlich 100 Dollar wert gewesen. Okay. Das wäre auch nice geworden. Und in Tor 2 wäre aber der Kronk drin gewesen, leider. Ich bin zufrieden, das ist super. Okay. Gut, Jan, dann schickst du mir einfach deine Much-Better-Nummer per Discord und dann bekommst du die 25 Euro von mir. Alles klar, mache ich selbstverständlich. Wunderbar. Vielen Dank euch. Ja, Glückwunsch. Sehr gerne. Und danke nochmal. Wir werden dich auf jeden Fall, am Sunday Million Sonntag werden wir dich auf jeden Fall verfolgen. Ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin. Okay, das ist interessant. Das ist gut. Also, Chat. Wie lange braucht ein Eichhörnchen, um einen Tannenzapfen abzunagen? Go! Das ist eine gute Frage. Wie lange braucht ein Eichhörnchen, um einen Tannenzapfen abzunagen? Nur eine Antwort pro Teilnehmer. Frankreich. Da ist er! Wir haben ihn Sieger! The Only Toast Twitch hat's richtig. 7 Minuten sind's. Nee. The Only Toast Twitch. 7 Sekunden hat er geschrieben. Oh, 7 Sekunden. Nein, scheiße. Oh, fuck. Felix. Nein, ich hab's verkackt. Okay, stopp, neue Frage. Scheiße. Okay, ich hab mich selber disqualifiziert. Alles so 7 Minuten. Die Einheit Nee, okay. Okay, war nur ein Test-Chat. Ja. Oh Mann, sorry, Oni Toast Twitch. Mathematiker, die Einheit verschlampt. Ja. Ja. Oh, das ist auch interessant. Okay, jetzt aber richtig. Also. Oh, Holy sagt, Bubi war richtig mit 7 Minuten und war der Erste, noch bevor du es aufgelöst hast. Das ist halt die Frage, okay, ne? Ist das sicher? Ja, ich denke, einem Mod-Kollegen kann man vertrauen, oder? Ja, aber es ist halt, da weiß man jetzt nicht. Es kann sein, dass es... Bubi hat es gewusst, sagt Simur. Sag ehrlich, hast du es gewusst, bevor ich es gesagt habe? Gut, Bubi, dann ist Bubi dabei. Bubi! Dann? Du bist unser Kandidat. Ja, ich wäre soweit. Wir können den Kandidaten auch direkt rüberholen. Bring Kandidat. Machen wir. Bring Kandidat. Bring Bubi. Da ist Bubi. Herzlich Bubi! Willkommen. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Okay, gut. Alles klar. Bitte, deine Wahl. Ich nehme die 1. Die 1 nimmt da. Alles klar. Die 1 ist ausgewählt worden. So. Smokey, magst du ihm ein Angebot machen? Nee. Diesmal fängst du an, Felix.
Jetzt muss ich anfangen, mein Gott. Ich will endlich mal. Okay, ich mach das Ziegending. Ich will das durchziehen. Ich sage, ich zeige dir, was in der 1 ist. Du darfst gerne behalten, was in der 1 ist diesmal. Und dann darfst du gerne wechseln. Oder du darfst wechseln. Nee, also du behältst, was in der 1 ist, oder du darfst wechseln. Das biete ich dir jetzt einfach an. So. Ich mach dir die 1 auf. Ja, ist quasi eine Win-Win-Situation. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich glaube, ja, der Smokey kann das nicht mehr raisen. Okay. Nee, ich kann das gut nicht mehr. Das musst du machen. Gut, ich musste es tun. Vertrau mir, musst du machen. Ich musste es auch tun, weil in der 1 wäre der nämlich der Kronk drin gewesen. Ich mache ihn dir auf. Irgendwie schon wieder ein Disconnect, Felix. Das heißt, den willst, sei denn du willst den Kronk-Sticker haben, was ich will jetzt nicht irgendwie dir vorwegnehmen, die Wahl, aber du darfst gerne nochmal wechseln. Es schaut schon cool aus, aber ich glaube, ich nehme dann die 2 lieber. Alles klar, du nimmst die 2. Du nimmst die 2. Smokey, willst du jetzt nochmal ein Angebot bringen? Für die 2 vielleicht. Ja, bleibt ja eigentlich nur Wechsel auf Tor 3, ne? Wir haben ja auch nur 3 Umschläge noch übrig. Also, ich weiß nicht. Also, Gelb finde ich irgendwie schöner. Das heißt, du hast kein Angebot mehr, höre ich daraus. Ja, ich würde es ihm raten, so zu lassen, glaube ich. Gut, dann öffne ich dir jetzt Tor 3. Das, was du nicht gewonnen hast, wäre eine DTO Super High Roller Subscription im Wert von $100, 99,99. Die bekommst du schon mal nicht. Aber dafür weißt du auch, was in der 2 drin ist. Und zwar kriegst du jetzt eine Chance, um Sunday Million zu spielen. So. Jawohl. Du darfst dir einen von den 3 Umschlägen aussuchen. Pink, so. Blau oder Gelb. Mit einem Smiley. 33% schon. Hey, 33%. Oh Gott, das ist jetzt echt spannend. Ey. Das ist jetzt echt spannend. Pass auf, ich lese es nochmal vor. Ich sage Pink, Blau oder Gelb. Der Chat kann ja mal sagen, welche Tails ich rausgegeben habe. Hm? Ja. Da ich 2 Mädchen habe, nehme ich Pink. Er nimmt Pink. Er nimmt Pink. Dann soll es Pink sein. Dann Pink it is. Pink it is. Was ist in Pink drin? Nein! Nein! Scheiße. Ah, da ist der Kronk drin. Es tut mir leid, es tut mir leid, Victor, es tut mir leid. Oh, Wahnsinn. Gibt es echt nicht. Keiner Tipp. Ach Gott, ist das schlimm. Victor, schick mir deine Adresse, du kriegst einen Kronk-Sticker von mir zugeschickt. Oh Gott, das geht. Ey, das ist so viel Kronk-Sticker wie heute haben wir noch nie rausgeschickt, ey. Okay. Achtung, Chat, ihr seid dran. Jeder nur eine Antwort, bitte. Wie viele menschliche Augen muss man auf die Waage legen, um auf 1 Kilo zu kommen? Wie viele menschliche Augen muss man auf die Waage legen, um auf 1 Kilo zu kommen? Die ist makaber, Felix. Du hast wie mehr gezaubert. Ich sag gleich Stopp und dann nehmen wir einfach den, der am nächsten dran ist, würde ich sagen. Also, 3, 2, 1, Stopp. Und jetzt nehmen wir den oder diejenigen, der am nächsten dran ist, von oben herunter. Ich schau mal, ich muss von unten schauen, ne? Der nächste, der dran ist. 33, der Cologne. Oh, 33 ist Cologne, tatsächlich. Ja, Cologne hat 33 getippt. Also ist am nächsten dran. Ah, sehr schön. Noch ein Kölschi Jung. Alter, es sind 34 gewesen. Cologne, du bist die 33. Du bist dabei. Herzlich willkommen bei Grind aufs Ganze. Komm in den Voice. Grüß dich, Cologne. Hörst du mich? Hallo zusammen. Denk dran, mach den Stream bitte aus und hör uns nur über den Voice. Das wäre besser. Moment. Ja, das. Gerade hatten wir das Problem noch nicht. So. Jetzt ist gut. Ja. Genau so. Okay. Hörst du mich gut? Hörst du uns? Ja, ich höre euch, alles gut, ich sehe euch und ich bin immer noch total perplex, dass ich tatsächlich mit den 33 so nah dran war. Sehr geil, das freut mich. Ich höre auch schon den kölschen Dialekt raus, das ist perfekt, das ist genau mein Ding. Gut, 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 dass du da bist, freut mich. Auch wenn du von der Chelsea küsst. Ab Messer auch immer gut, wenn du da bist. Da lache ich mich immer schön kaputt. Das ist mein Mann hier, das ist mein Mann, der Cologne. Sehr gut. Gut, stell dich ganz kurz vor, wenn du magst, ein paar Worte zu dir. Ja, was soll ich sagen? Mein Name ist Andreas Hofen, ich komme aus Kölnbrück, bin 58 Jahre jung. Ja, und verfolge die ganze Pokerszene schon ein paar Jahre und man guckte sich alle an und ich hatte dir ja eben schon ein nettes Sätzchen geschrieben. Ja, das stimmt, habe ich gelesen. Wenn du dich erinnerst. Und, ja. Das ist auch meine ehrliche Meinung. Also ich finde, du bringst wirklich den meisten Content von allen denen, die sich da versuchen in Sachen Poker-Streaming und du bist mit Herz und Seele dabei. Und du bist einfach verrückt. Das ist geil, das geht runter wie Öl.
So sehe ich dich einfach und geil. Das macht Spaß. Und dann machst du ja jetzt neuerdings auch immer noch gerne den Clown und das finde ich auch sehr, sehr amüsant. Ja. Oh Mann, ey, ohne Witz, damit machst du mir auf jeden Fall schon mal den Tag. Also das ist echt ein super Kompliment. Das nehme ich sehr gerne an. Das machst du auch wirklich gut. Danke dir. Ja, das ist wirklich amüsant. Und ich mag das auch immer nebenbei laufen, wenn du online kommst und ich sitze ja auch auf dem PC. Du läufst immer nebenher. Geil, das freut mich. Andreas war richtig, oder? Andreas war richtig. Ja. Super, Andreas. Gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Du darfst dir ein Tor aussuchen. 1, 2 oder 3? Okay, dann nehme ich Tor 1. Tor 1 nimmt er. Eieiei, was haben wir in Tor 1 drin? Smokey, Tor 1. Tor 1. Willst du ihm ein Angebot machen, Smokey? Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich muss überlegen. Tor 1 ist, ja, nee, komm. Ich glaube, Tor 2 ist besser. Ich glaube, Tor 2. Tor 2 sollten wir nehmen, oder? Smokey bietet dir Tor 2. Ja gut, dann biete ich dir Tor 3. Dann biete ich dir Tor 3. Ja, wem soll ich denn jetzt glauben von euch? Ja, das ist die Frage. Dann hätten wir ja... Oder du glaubst dir selber und vertraust auf dem, was du ursprünglich hast. Ja, das geht auch. Ja. Stimmt. Das geht auch. Ja, ist klar. Geil. Ja, Jungs, ich nehme die goldene Mitte, ich nehme Tor 2, dein Moderator, der hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Nichts gegen dich, aber. Okay. Jungs, alles klar. Alles klar. Dann nimmst du Tor 2, dann soll es so sein. Alles klar, okay, dann mache ich dir auf. Tor 1. In Tor 1 wäre drin gewesen. Achtung, okay. Achtung. Smokey, ich hab's doch schon wieder falsch gesagt, ne? Das ist mir wieder der Klassiker. In Tor 1 wäre drin gewesen. Der Kronk. Also bekommst du zumindest schon mal keinen Kronk. Du hast auf jeden Fall schon mal einen Preis gewonnen. Das ist schon mal gut. Warum kommt er nicht? Ja, dann. Da ist er. Tor 3 mache ich dir jetzt auf. Das, was ich dir angeboten hätte, wäre gewesen. Du hättest dir einen Umschlag aussuchen dürfen. Du hättest die Chance aufs Million-Ticket haben können. Oh. Mann! So, der Smokey hat dir einen Monat DTO Super Hyrule geschenkt. Im Wert von $100. Das ist doch auch was. Ja, prima. Das ist zwar nur halb so viel wie Sunday Million, aber zumindest kannst du ein bisschen mit DTO trainieren jetzt. Und kannst das mal ganz ausprobieren für einen Monat. Na, prima. Vielen Dank. Okay, also, Chat, ihr seid wieder dran. Also... Insgesamt? Eine Antwort pro Teilnehmer. Die Antwort. Geil, die Antwort brauchst du. Richtig. Okay, also hier. Du fährst. Danke für den Sub. Hey, Discover. Danke dir auch für den 27. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Du fährst mit einem Auto 150 km/h, hältst die Hand aus dem Fenster und feuerst einen Schuss mit 300 km/h in Fahrtrichtung ab. Mit welcher Geschwindigkeit fliegt die Kugel? Go! Also Auto fährt 150 km/h, du schießt aus dem Fenster mit 300 km/h in Fahrtrichtung. Mit welcher Geschwindigkeit fliegt die Kugel? Boah, da haben wir es schon. Jens AMK ist der Gewinner. Jens. Kommst du zu uns in den Voice? Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du weißt, wie es funktioniert? Du darfst dir ein Tor aussuchen. 1, 2 oder 3? Ich nehme die 3. Und die 3. Alle nehmen sie immer die 3. Die 3. Ich denke, er sollte auf die 1 wechseln, glaube ich. Smokey bietet dir an, auf die 1 zu wechseln. Hm. Ja, das ist, denke ich, eine sehr gute Wahl. Okay, sehr gut, dann mache ich das. Dann brauche ich ja gar kein Angebot mehr bringen. Ich hätte gesagt, dann nimm die 2. Dann nimm mir viel durch. Aber auf mich will ja wieder keiner hören heute. Da wir ja nur noch 2 Umschläge haben. Nee, das wäre auch gemein. Ich hätte, glaube ich, nicht die 2. Mein Angebot wäre anders ausgefallen, weil in der 2, das mache ich jetzt auf. Also du nimmst auf jeden Fall die 1, ne? Jo. Ja. In der 2 wäre nämlich der Kronk drin gewesen. Gerade, dass der Kandidat on stream sehr leise ist. Perfekt. Okay, gut. Du hast die 1 genommen. Dann schauen wir uns das mal an. In der 1 ist drin. Ich mache zuerst die 3 auf. In der 3 wäre drin gewesen ein E-Book. Und in der 1... ist dementsprechend die Möglichkeit, um Sunday Million Ticket zu spielen. So, jetzt ist die Qual der Wahl. Jens,
Ich nehme den mit dem Smiley. Der mit dem Smiley soll es sein. Ich mache ihn auf. Es ist kein Sunday Million Ticket, aber es ist einen Monat DTO Super High Roller für dich. For free. Das ist auch top. Oh Mann, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, oh Mann. Da kann man wirklich mal, ja, kann man ja Jens gehabt zu sagen quasi. Ja. Ich denk so, ich halte die so und er sagt so, den gelben mit Smiley. Ich so, nein. Oh Mann, ich hätte dir gegönnt. Ich hätte dir echt gegönnt, Jens. Okay, dann neue Frage. Neue Klugscheißer-Frage. Okay, also die Frage ist witzig, die können wir nehmen. Warum stinkt ein Furz unter der Dusche mehr als außerhalb der Dusche? Bitteschön. Warum stinkt ein Furz unter der Dusche mehr als außerhalb der Dusche? Eine Antwort pro Teilnehmer. Oh, da haben wir es. Da haben wir schon. Ingolf. Ingolf hat es schon. Die Wärme ist es. Die Wärme. Durch die Wärme werden die Gerüche verstärkt. Ingolf, grüß dich. Moin. Wie geht's? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Sehr geil. Ingolf, ein paar Worte zu dir, wenn du magst. Stell dich gerne vor. Ja, also ich heiße eigentlich Tom. Okay, Tom aka Ingolf. Sehr gut, ja. Ja, ich bin 20 und spiele Poker eigentlich seitdem ich 18 bin. Okay. Und seit wann bist du hier im Stream? Seit wann schaust du zu? Ah, immer mal ab und zu schon sicher seit 2 Jahren. Ach, cool. Aber krass. Nie so durchgehend konstant, aber den Prime lasse ich trotzdem immer da. Ah, danke dir, das ist lieb von dir, das freut mich. Sehr geil. Ja, und dann wie immer, ne, meine Lieblingsfrage, was ist so das beste Erlebnis, was du mit Pokern bisher gemacht hast? Ja, das war ziemlich cool, da waren wir mit einer Truppe von Kollegen, waren wir im Casino und haben zusammen Pokerturnier gespielt. Aha. Und da haben wir dann von 6 Leuten, die da mit am Start waren, haben wir es zu dritt am Final Table geschafft. Ach, geil. Haben es dann aber nachher gechoppt. Und ja, das war dann so erst Live-Event, war ziemlich geil. Oh, das glaube ich. Das ist auch immer schön. Sehr nice. Sehr, sehr schön. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich lasse dich einfach direkt wählen, weil es muss jetzt einfach mal was passieren hier. Du weißt, wie es funktioniert, ne? Die 1, die 2 ja, oder die 3? Ja, ich glaube, die 1 lächelt mich ein bisschen an. Du nimmst die 1. Ja. Du nimmst die 1. Die 1 ist ausgewählt. Meine Damen und Herren, er nimmt die 1. Dann mache ich dir jetzt die 2 und die 3 zuerst auf. Ja. Tor 3. Ist der Kronk. Also den Kronk hast du schon mal nicht. So, dann, jetzt wird's spannend. Tor 2. Ist es das MIDI-Ticket oder ist es es nicht? Die Spannung steigt. In Tor 2, was du nicht hast, ist das E-Book. Das heißt, du hast das MIDI-Ticket. Da ist es! Mini-Ticket ist da! Er hat's! Mit der 1! Sunday Million-Ticket! Herzlichen Glückwunsch! Wow. Herzlichen Glückwunsch! Tom, ja, danke. Wahnsinn! Da ist das Ding! Ah, Gott, irgendwie. Jetzt bin ich auch irgendwie. Ich freue mich gerade richtig mit dir. Ich bin auch so erleichtert. Es ist jetzt rausgegangen. Voll gut. Wahnsinn! Ey. Unglaublich! Hammer! Wahnsinn. Hammer! Oh Mann, herzlichen Glückwunsch! Schön, Tom, ich freue mich auf nächsten Sonntag mit dir zusammen in der Voice Rail. Sunday Million. Perfekt. Du nicht. Sehr geil. 200 Euro werden dir gebucht. Danke an alle, die heute mitgemacht haben. Danke an alle Kandidaten. Danke an alle Moderatoren, die mir geholfen haben, die Preise zusammenzustellen. Danke. Macht's gut. Bis später. Tschüss.